Vorbereitete und marinierte Rippchen für die Grillparty. Warum ich das Ganze mit vorbereitet überschrieben und wie ich die Rippchen mariniert habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wer schon einmal rohe Rippchen, vielleicht gerade mal noch mariniert, auf den Grill gelegt hat, der könnte gegebenenfalls schnell eine bittere Enttäuschung erleben. Die Marinade ist nicht nach eurem Geschmack und das Fleisch ist zäh wie Leder. Ich zeige euch hier, wie ihr beides verhindern könnt. Ihr macht einfach eine leckere Marinade selber und bereitet das Fleisch so vor, dass es auch nach dem Grillen nahezu von den Knochen abfällt. Die Marinade reicht für 1 Kilo Rippchen. Für die Marinade benötigt ihr 80 ml Sojasauce, eine Prise Pfeffer, ein Schuss Tabasco, 1 Teelöffel Chiliflocken, 2 Esslöffel Honig, 60 Gramm Ketchup, 1 Teelöffel Knoblauchpaste, 1 Esslöffel Kräutersenf, ich habe den selbst gemacht, eine Prise Salz und 50 ml Wasser. Zu meinem Kräutersenf gibt es auch ein Video, das seht ihr hier oben. Alle Zutaten für die Marinade vermengen und die Rippchen damit bestreichen. Ich hatte sie bereits am Vortag schon einmal eingestrichen, dann im Kühlschrank und jetzt bestreiche ich sie nochmal. Da die Rippchen jetzt für 5 Stunden in den Ofen kommen, darf die Marinade durchaus etwas dicker aufgetragen werden, ansonsten würden die Rippchen jetzt schon austrocknen. Bei 90 Grad und 5 Stunden später sehen die Rippchen dann jetzt so aus. Etwas auskühlen lassen und dann in die gewünschte Stärke schneiden. Bereits jetzt ist das Fleisch butterzart und kann auf den Grill. Bei nicht zu hoher Hitze werden sie trotzdem heiß und butterzart. Weitere Rezepte, die zum Grillen verwendet werden können, findet ihr hier oben in meiner Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.